Und damit war es es auch schon wieder hier mit dieser Episode. Und haben wir überhaupt noch eine weitere? Ich weiß es nicht. Das sind unsere letzten Spielerentscheidungen. Was hast du mit Georgie gemacht? Du und 31% der Spieler haben Georgie dem Tod überlassen. Das sind nicht viele, aber die Entscheidung wurde mir von einer übermächtigen Macht abgenommen. Ich habe ja einfach etwas zu spät reagiert. Ist halt so. Hast du dem krummen Mann einen Prozess gewährt? Du und 89% der Spieler haben den krummen Mann lebend zurückgebracht. Ach, sieh mal einer an. Hätte jetzt gedacht, einige schmeißen dir den Brunnen. Aber wenn man diese netten Telltale-Spiele kennt, dann weiß man ja auch immer, dass da doch noch manchmal mehr hinter steckt. Und wenn man immer zu schnell manchmal irgendwie, ja, jemanden verurteilt, dann hat man kurze Zeit später ja oft gleich das Gegenteil, was man sich anhören darf. Und dann denkt man immer, shit, hätte ich mal das andere gemacht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, irgendwie dem sagen, halt die Klappe und du bist ein böser Mann, können wir immer noch dem sagen, wenn er hinter Gittern sitzt. Klar, der könnte auch noch befreit werden oder sich befreien. Aber das macht ja die Geschichte dann umso spannender. Sollte da noch was passieren und soll er sterben, wird es bestimmt auch passieren. Von daher bin ich schon zufrieden mit dieser Entscheidung. Wie hast du den krummen Mann bestraft? Du und 47% der Spieler haben den krummen Mann festgenommen. Ja, ist ja quasi dasselbe, was ich gerade gesagt habe. Hast du TJs Geschenk fürs Snorren genommen? Ja, klar. Guck mal, 98%. Spieler haben sich entschieden, TJs Geschenk. Wer hat so ein kaltes Herz und kann dem kleinen TJ das Geschenk ausschlagen, ne? Wer macht denn sowas schon? Vielleicht müsste man nochmal das ganze Spiel auf Arschloch spielen, dann jedem immer gleich aufs Maul hauen, gar nicht diskutieren, jedem schön in Rücken fallen und immer schön assi sein. Aber wir spielen ja hier gerade die halbwegs nette Wolf-Version, von daher ist das schon in Ordnung so. Wie lauteten deine letzten Worte an Nerissa? Du und 54% Spieler sagten, ich hoffe, ich habe ihr etwas Gutes getan. Das ist ja interessant, dass sowas auch noch gewertet wird. Ja, immer positiv enden lassen. Why not? Und ja, was jetzt weiter passiert, ich weiß es nicht. Das ist die Sonderstatistik. Hier haben wir Beast. Du hast ihm nicht gesagt, dass du Belle vor der Wohnung gesehen hast. Du hast sie mit deinem detektivischen Talent beeindruckt. Colin, du hast ihm einen Drink gegeben, als er in deiner Wohnung danach gefragt hat. Du hast Colin auf die Farm geschickt. Ja, es ist schon alles. Also es ist jetzt so die Statistik von allem. Ich werde das jetzt mal nicht alles vorlesen, sondern ihr könnt ja auf Pause drücken und es euch selber anschauen. Und ja, und hier haben wir die letzten Entscheidungen. Snow, du hast sie mit ins Trip-Trap genommen. Du hast versprochen, den krummen Mann lebend zurückzubringen. Und dann Tiny Tim heißt er. Du hast auf ihn gewartet. Und TJ, du hast einen Käfer angenommen, versprochen, ihn Snow zu geben. Aber TJ haben wir auch auf die Farm damit geschickt. Das könnte da ja eigentlich auch stehen. Faith ist tot. Nach dem Kampf mit dem Holzfäller hast du ihr Geld gegeben. Es ist schon ein krasses, übles Spiel gewesen. Aber ein geiles Spiel. Ein sehr, sehr geiles Spiel war das, Leute. Ich kann gar nicht glauben, dass es vorbei ist. Aber es wird gerade vorbei sein. Deswegen werde ich jetzt einfach mal noch mal ein paar Sachen sagen. Und wir werden auch noch mal die Märchenbucheinträge selbstverständlich anschauen. Aber erstmal lasse ich hier kurz die Credits durchlaufen und erzähle ein bisschen, wie ich das Spiel fand. Es war für mich mega, mega toll und spannend. Ich glaube, wir sind in der letzten Episode. Noch eine haben wir, glaube ich, nicht mehr. Sonst ist auch egal, dann rede ich jetzt trotzdem erstmal, wie toll ich es fand. Es war super toll, es war mega toll, es war gigantisch toll. Ich liebe solche Entscheidungsspiele. Die sind immer spannend. Es ist manchmal fast zu schnell oder zu kurz von der Zeit her, solche Entscheidungen zu treffen. Klar, das macht ein Spiel auch spannend, aber manchmal wünsche ich mir einen Tacken mehr. Und in anderen Momenten ist wahnsinnig viel Zeit für Entscheidungen, die ich finde oder die für mein Empfinden manchmal schnell gefällt sind. Und das weiß ich nicht. Das waren dann so Sachen, wo ich denke, ja, okay, da macht man sich ja schon die ganze Zeit einen Kopf irgendwie, in welche Tendenz man so fühlt und entscheiden möchte. Und da kriegt man dann ewig Zeit. Und in anderen Sachen denkt man dann so, was nehme ich jetzt und macht irgendwas. So, also ich war bisher sehr zufrieden mit meinen Entscheidungen, aber man denkt halt im ersten Moment, was habe ich jetzt eigentlich da entschieden? Ich hatte aber überwiegend Entscheidungen, wie gesagt, getroffen, ja, mit denen ich ja d'accord bin, wo ich sage, okay, würde ich das nächste Mal, glaube ich, wieder machen. Gab auch hier und da welche, ja, wie jetzt mit dem Georgie und so, wo was schief ging oder wo ich bei Colin hier und da manchmal so dachte, auch mit der Farm jetzt, na, hast du das jetzt gut gemacht? Ich weiß jetzt nicht, wie es gelaufen wäre, wenn man die beiden nicht auf die Farm geschickt hätte, aber
Ich finde, das schreit nach einer weiteren Staffel. Wenn das jetzt Staffel 1 war von The Wolf Among Us, dann freuen sich, glaube ich, alle Leute über die nächste Staffel. Ich will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen? Die Geschichte fortsetzen. Hol dir noch heute eines der Comicbücher. Ja, es gibt natürlich dazu auch die Comicbücher. Müsste man sich eigentlich mal durchlesen, nur um mal zu gucken, was da so, wie das Ganze aussieht. Außerdem wüsste man ja auch dann schon wieder, wie es weitergeht. Aber will man das überhaupt? Also ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Spiel. Ich werde jetzt mal hier den Trailer anmachen für die nächste Episode. Gibt es das überhaupt? Nein. Und damit weiß man auch, dass wirklich alle Episoden vorbei sind. Wir können jetzt noch, und das mache ich mal, vielleicht fällt mir währenddessen auch noch mal was ein, was ich sagen kann. Die letzten Märchenbucheinträge müssen wir auf jeden Fall mal lesen. Und frag mich nicht, wo wir zuletzt waren. Also den Brunnen hatten wir schon. Wir waren irgendwie, waren wir hier bei Narissa oder so? Ich glaube, wir waren irgendwo hier, die kleine Meerjungfrau. Der gescheite Hans. Sind die jetzt eigentlich alle so cool groß? Achso, die waren nur im Spiel so klein, ne? Narissa. So, Trollbestein, das hatten wir auch schon, Vivian. Ich glaube, bei Vivian waren wir zuletzt. Ja, ich glaube, wir machen mal bei Vivian weiter. Wen es nicht interessiert, der kann jetzt gerne abschalten, aber ich möchte das auf jeden Fall auch für mich und für alle, die es interessiert, nochmal vorgelesen haben, so den Rest. Vivian, Georgies Mädchen, viele von Vivians Vergangenheit liegt im Dunkeln. Sie zieht es vor, lieber nicht über ihr Leben in den Heimatlanden zu reden. Sie wollte in Fabletown etwas Neues aufbauen, aber arbeitet letztendlich für Georgie im Pudding and Pie. Sie führt kein schlechtes Leben. Georgie hat Gefallen an Vivian gefunden und so muss sie keine Jobs im Open Arms annehmen. Stattdessen spielt sie die Rolle einer Gastgeberin und hilft Georgie dabei, die Kunden zufriedenzustellen. War ein echt übler Tod. Also man erschreckt sich doch, also wenn man es noch nie gesehen und gespielt hat. Also ich habe mich schon ein bisschen erschrocken, als dieses Halsband abgenommen wurde und ihr Kopf dann rollte. Das war schon echt übel. Dr. Swinehart, der Feldarzt. Dr. Swinehart ist Fabletowns Arzt. Er ist so geschickt im Umgang mit chirurgischen Instrumenten, dass er ohne Probleme an sich selbst operieren kann. Er hat viele Jahre als Feldarzt gedient und seine Talente manchmal eingesetzt, um die einheimische Bevölkerung zu beeindrucken. Ihm untersteht derzeit die Sonderforschungsabteilung der Malteser-Klinik. Sie wurde so genannt, um einer genauen Untersuchung durch die Menschen zu entgehen, da sie sonst herausfinden würden, dass es sich hierbei um eine Einrichtung zur gesundheitlichen Betreuung von Fabelwesen handelt. Der kopflose Reiter, der hessische Geist. Es heißt, der kopflose Reiter soll der Geist eines besonders furchterregenden, makabren deutschen Söldners gewesen sein, der seinen Kopf im Kanonenhagel während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges verloren hat. Das Gespenst ist vor allem bekannt dafür, Ichabod Crane eines Nachts in den Wäldern von Sleepy Hollow verfolgt zu haben. Es gibt Gerüchte, wonach es nur die jüngste Verkörperung eines uralten Dämons ist. Zu seinen früheren Formen zählen angeblich ein Häuptling mittleren Alters, der eine Peitsche aus Menschenknochen schwang, und ein schottischer Fürst, der im Streit im Grund besitzt, enthauptet wurde. Zu Dr. Swinehart wollte ich noch sagen, bin froh, dass wir es geschafft haben, dass Wolf keine Silberkugel abgekriegt hat. Die Trip Trap Bar, die Kneipe, das Trip Trap, die älteste Bar in New York City, wurde 1725 von Starkid, dem legendären Wikinger und Schurken, heimlich gegründet, um Fabelwesen einen Ort zu bieten, an dem sie zusammenkommen, trinken und sich gegenseitig bemitleiden können. Die Armen. Damals war die Bar unter dem Namen Grammarian's Tavern bekannt, aber schlussendlich hat er sie bei einer Wette an einem Stamm von Bergtrollen verloren, der sie prompt umbenannt und für sich vereinnahmt hat. Holly ist die aktuelle Eigentümerin. Sie hat die Bar von ihrer Mutter geerbt, als sie diese im frühen 20. Jahrhundert bei einem Bootsunglück ums Leben kam. Na dann? Auntie Greenleaf, der weiße Hirsch. Eine interessante Persönlichkeit, wie ich fand, im Spiel. Auntie Greenleaf ist Gärtnerin, Alchemistin und liebt Tiere. Außerdem ist sie eine der wenigen abtrünnigen Hexen, die noch unüberwacht und ungehindert außerhalb des 13. Stocks leben. Gerüchten zufolge hat sie in den Heimatlanden einer Tochter verloren und leidet nun an Verfolgungswahn und depressiven Stimmungsschwankungen. Sie zeigt sich meist nur zu später Stunde und dann nur in Gestalt eines schemenhaften weißen Hirsches, den die Einwohner Brookhavens oft hinter vorgehaltener Hand als Geist bezeichnen. Das mit dem Hirsch wusste ich gar nicht. Na ja. Und ich glaube, es ist auch immer noch gar keine schlechte Entscheidung gewesen, den Baum übrigens stehen zu lassen. Glimmerbehälter, die praktische Tarnung. Glimmer können auf verschiedene Arten hergestellt werden. Eine der auf
Eine der aufgrund ihrer Einfachheit am häufigsten Herstellungsweise ist, einen kleinen, ausgehöhlten Behälter zu nehmen und darin mehrere einzigartige Gegenstände aufzubewahren, die der Person gehören, in die man sich verwandeln will. Damit der Talisman funktioniert, wird eine Hexe benötigt. Diese Art von Glimmer hat zwei Nachteile. Es ist absolut unmöglich, ein einzigartiges Aussehen zu erzielen und die Beschaffenheit des Gefäßes macht es relativ instabil. Tja, was würden wir uns nicht wünschen, auch mal so einen Glimmer zu haben? Entzauberungsring, der Artus-Ring. Dem Ring wird nachgesagt, er wäre von einem byzantinischen Clan erschaffen worden, um sich gegen einen Hexenzirkel zur Wehr zu setzen. Der Ring der Entzauberung, auch Entzauberungsring oder Magiebannring, wurde Lancelot von der Herrin vom See überreicht. Das Verwaltungsbüro fand den Ring nach der Umsiedlung nach New Amsterdam und übergab ihn Auntie Greenleaf, um ihn aufzubewahren. Oh, Bloody Mary, unsere ganz tolle Freundin, ganz fiese Frau, wie ich finde, die moderne Legende. Die wahre Geschichte über die Person, die Bloody Mary genannt wird, ist selbst den Fabelwesen, die am ehesten mit ihren Mitgliedern vertraut sind, fast völlig unbekannt. Zumindest ihr Name Mary ist umstritten. Genau wie ihre Vorliebe für grausame Gewalt, ihre natürliche Resistenz gegen Magie und Zauber, sowie ihre sonderbare Fähigkeit, jedwede reflektierende Oberfläche als Portal nutzen zu können, um so Raum und Zeit praktisch zu ignorieren. Die Weltlichen halten sie für die wehklagenden Erscheinungen einer kinderlosen Frau, aber Beweise dafür gibt es bisher keine. Was die Bloody Mary hier in dieser Märchenwelt auch vor allem zu tun hat, weiß ich auch nicht so richtig. Ich habe jetzt noch nicht ein Märchen gehört, wo die Bloody Mary so erwähnt wurde. Ich dachte, es wäre immer halt eher so ein Horror-Mythos oder so. Gibt ja auch so diverse Horrorfilme von der Bloody Mary. Bloody Mary ist ja auch, so viel ich weiß, so als Getränk und so, das kommt ja eigentlich von der Mary, der Tochter von Henry dem VIII., und die hat ja damals zu ihrer Zeit ganz viele Menschen ja hängen lassen oder töten lassen oder brennen lassen oder wie auch immer, alles im Namen Gottes, weil sie sehr katholisch war. Und daraus entstand dann halt dieser Bloody Mary-Mythos. So, das sind so meine Informationen, die ich im Kopf habe. Und deswegen weiß ich nicht ganz, wieso sie eigentlich ist, aber ich finde sie nichtsdestotrotz ist sie ein sehr cooler und sehr mysteriöser, böser Charakter und einen Bösen muss es ja immer geben. Silberkugeln, Wolfs Schwäche. Die Legenden über große und magische Wölfe erwähnen oftmals ihre Schwäche gegenüber Waffen aus Silber und diese Geschichten sollten sich als wahr herausstellen. Die Silberkugel, mit der Mary Bigby angeschossen hat, war nicht die erste, aber jede einzelne könnte auch seine letzte sein. Jegliches Silber, das in seinem Körper zurückbleibt, schwächt ihn, verlangsamt seine Heilungsfähigkeit und kann bleibende Schäden verursachen. Ich muss mal eben, Vizebürgermeisterin, wo sind wir jetzt eigentlich? Oh Gott, haben wir noch viel vor uns? Sind wir echt noch? Oh Gott, wir haben wirklich noch viel vor uns, Leute. Ich glaube, ich brauche mal kurz eine Sammelpause und mache mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns auf jeden Fall jetzt gleich nochmal weiter oder am nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schneiden werde, weil ich kaum Zeit hatte zu reden und eine Pause zu machen, aber ihr werdet es ja sehen, wahrscheinlich bis gleich. Ich werde das jetzt, glaube ich, nicht in einen extra Part machen. Dann lese ich die restlichen Märchenbucheinträge fort und ihr könnt ja derweil. Und währenddessen freue ich mich schon jetzt auf eure Kommentare und bin gespannt, was ihr dazu sagt zu diesem tollen Spiel. Da bin ich wieder, Leute. Ich habe das alles jetzt fein geschnitten und gerendert und weiß jetzt, wie viel Zeit ich noch habe hier zum Sabbeln. Ich lese jetzt nochmal die letzten Märchenbucheinträge vor. Wen es nicht interessiert, der kann ja wegschalten, ausmachen, wie auch immer. Ansonsten, ich bin da auf jeden Fall noch dran interessiert. Hier stehen ja doch nochmal ein paar mehr Informationen drin, als man so manchmal im Spiel erfährt. Und ich werde dann hier und da auch nochmal was zu sagen, wenn mir dazu was einfällt. Und sehe das Ganze hier auch nochmal irgendwie als Fazit. Vizebürgermeisterin Snow White. Nun, da Ichabod Crane endgültig nichts mehr zu sagen hat und King Cole immer noch abwesend ist, liegt die Verantwortung für die Verwaltung von Fabletown allein bei Snow. Sie hat lange Zeit viele der mit der Position einhergehenden Pflichten erfüllt und Cranes unerledigte Aufgaben übernommen. Doch jetzt, wo nur ihr die Leitung des Verwaltungsbüros obliegt, sieht sie sich einer völlig neuen Dimension von politischen Machenschaften ausgesetzt, mit der sie zuvor nichts zu tun hatte. Ja, was kann ich dazu noch sagen? Ich finde sie eigentlich ganz gut in der Position. Also man merkt halt auch, dass sie ein ganz großes irgendwie Fairness-Gefühl in sich hat. Und sie ist ja auch streng, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass sie es wirklich immer sehr gut meint. Und ich glaube,
an einer besseren Position könnte sie dann auch nicht sein, beziehungsweise man könnte sich wahrscheinlich auch keinen anderen an der Position wünschen, weil ich glaube, das macht sie schon ziemlich gut, auch wenn es manchmal ein bisschen hart und regelgerecht vorkommt, aber irgendjemand muss es ja auch machen. Eselfellmantel, der Mantel der Hässlichkeit. Nur die wahrhaft Schönen können die Macht eines Mantels erkennen, der seinen Träger nach außen hin hässlich erscheinen lässt, die Macht gesehen zu werden und dennoch unsichtbar zu bleiben. Leider ist auch sein Wert nur schwer zu erkennen, aber es ist dennoch ein Zaubermantel und für einige Sammler ist das alles, was zählt. Ja, also den Eselsfellmantel, da dachte ich eigentlich, da kommt noch voll was, als wir da zum ersten Mal von gesehen hatten, aber... Gut, ein Zaubermantel, ich fand den fast schon ein bisschen unheimlich, weil irgendwie so ein Esel als Mantel, naja. Jerseys Teufel, Schläger aus dem Garden State. Nicht alle Fabelwesen, die diese Welt erreichten, landeten in Fabletown. Manche von ihnen fanden sich in den fernsten Winkeln der Welt wieder. Und dann gibt es jene, die den Garden State einfach den Empire State vorziehen. So wie der Teufel von Jersey. Über seine Erscheinung unterscheiden sich die Berichte oftmals, obwohl in den meisten ledernen Schwingen erwähnt werden. Doch eine Begegnung mit einer bestimmten sagenumwobenen Axt, die einige Jahre zurückliegt, hat dieses Merkmal vorübergehend unwirksam gemacht. Also den fand ich sehr unheimlich. Jersey Teufel hatte ich ja damals auch gesagt. So manche Monster, also es war schon, sah brutal immer aus, so als ob Wolf jeden Moment auch draufgehen könnte. Man merkt halt, dass er da auch besonders stark ist, weil er ja jedes dieser Monster echt noch immer platt gekriegt hat. Aber ich fand sie sehr unheimlich. Also... So, weiß ich nicht, so abstrakt irgendwie. Die Holzfäller-Axt, von Druiden verzaubert. Die Axt war einst bloß ein einfaches Werkzeug zum Fällen von Bäumen. Doch wurde daraus viel mehr, als sie von Druiden verzaubert und mit ihren Runen versehen wurde. Aber erst der Holzfäller hat sie zu einem wahren Objekt der Legenden erhoben, als er damit den großen bösen Wolf von Kopf bis Fuß aufschlitzte, um Rotkäppchen zu schützen. Sie mag einen gewissen altertümlichen Charme ausstrahlen, aber ihre schlichte Form und hochwertige Verarbeitung machen sie selbst heute noch zu einem nützlichen Werkzeug oder einer wirksamen Waffe. Ja... Warum der Holzfäller dann, wenn er den Wolf umgebracht hat, dann aber eigentlich doch so harmlos ist am Ende, ist ja auch merkwürdig, weil eigentlich ist er ja, könnte er ja genauso dann an der Chefposition sitzen wie Wolf, aber okay, es ist Wolf, der wieder was gut zu machen hat, meiner Meinung nach, als Chef, und der Holzfäller war halt nur am Anfang spielte der eine Rolle und später irgendwie gar nicht mehr. Johann, der Metzger. Sein Name wird oft im selben Atemzug erwähnt wie der des Bäckers und des Kerzenmachers von Fabletown. Und wie all diese anderen Händler hat auch der Laden von Johann im Metzger Fabletown seit vielen Jahren gedient. Frische Fleischsorten, exotische Fleischprodukte und sogar ganze Rinderhälften für den herzhaften Appetit von Ogern und Trollen. Doch Johanns Geschäft macht gerade eine harte Zeit durch und er hat sich mit den falschen Freunden umgeben. Die Qualität seiner Produkte nimmt ab und sein Laden dient als Fassade für die kriminellen Machenschaften des krummen Mannes. Und einige Leute fragen sich bereits, ob sie Johann jemals wirklich kannten. Ja, hat sich da einfach verstrickt in eine Sache, die nicht gut für ihn war. Aber gut, Johann der Metzger. Blaubarts Geld. Man könnte glauben, dass Blaubart der Fabletown-Verwaltung nur für seine eigenen üblen Zwecke finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, um besondere Gefallen einzufordern oder um mehr Einfluss auf die Verwaltung auszuüben. Aber was er wirklich will, ist Stabilität und Stärke. Denn soweit es Blaubart betrifft, existiert Fabletown nur deshalb, um ihn von der Welt der Menschen zu isolieren. So sehr sein Geld auch als Schwert dienen mag, so sehr ist es auch ein Schild. Blaubart. Ich habe immer gedacht, der wäre noch viel, viel böser, aber vielleicht kommt da ja auch noch was, als was man jetzt überhaupt weiß. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich immer gedacht, der ist so ein richtiger Mistkerl, so habe ich gedacht. Der Krumme, Hauptquartier. Diese leerstehende Kirche ist nur einer von vielen Orten, die der krumme Mann nutzt, um seine Geschäfte in Fabletowns Unterwelt auszuführen. Ihr familiäres Ambiente macht sie zu einem bequemen Treffpunkt, es sei denn, man ist ein ungebetener Gast. Der Außenwelt ist sie völlig unzugänglich und der einzige Weg hinein ist durch eines von vielen Portalen, das durch eine Tür mit dem Folterrad-Symbol des krummen Mannes gekennzeichnet ist. Diese Türen gibt es in der ganzen Stadt und auch an anderen Orten.
Der krumme Mann, Verbrecherboss. Der krumme Mann hat sich nach und nach zu einer der mächtigsten Personen in Fabletown hochgearbeitet. Alles begann mit einem krummen Groschen und einem krummen Haus. Zwei Dinge, die ihm wichtiger waren als seine Frau und Kinder. Und damit diese ihm nicht im Weg standen, hat er sie ermordet. Im Zuge seines Aufstiegs hat der krumme Mann viele Fabelwesen in sein verbrecherisches Netz gelockt und gab ihnen, was sie brauchten, aber stets zu einem hohen Preis. Er ist verschlagen, überzeugend und skrupellos. Ja, die Frage ist, ob es immer noch gut war, ihn nicht in den Brunnen zu werfen, aber ich finde den Brunnen einfach so unheimlich, dass ich den dann nicht reinwerfen wollte. Also ich fand, das war einfach so ein grausamer Tod, falls man da überhaupt stirbt drinne. Aber da man das ja nicht weiß, wo man hinkommt und irgendwie ins Nichts weggeschleudert wird, keine Ahnung, wie gesagt, wo der Brunnen hinführt, ja, weiß ich nicht. Wollte das nicht machen. Außerdem konnte man so nochmal mit ihm reden. Vielleicht muss man später noch Informationen rausbekommen. Und dann ist es ja gut, dass der krumme Mann vielleicht eher weggesperrt ist. Wie gesagt, klar, der kann auch noch wieder befreit werden oder rauskommen. Ist ja der krumme Mann. Dem fällt bestimmt was ein. Aber macht die Geschichte spannend und man selber hat vor den Bürgern mussten wir entscheiden, als Wolf auch gezeigt, dass man nicht Erbarmen zeigen kann, aber dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als jemanden halt einfach umzubringen. Ich finde solche Personen wie der krumme Mann immer sehr schwierig einzuschätzen, weil es halt genau deren Art ist, sich so zu verkaufen, dass man auch selber ein schlechtes Gewissen kriegt oder an seinen Entscheidungen zweifelt. Und deswegen zweifle ich selbstverständlich dann auch immer, was ich entscheiden soll, aber ich bin auf jeden Fall bei dem krummen Mann bisher sehr vorsichtig, weil ich halte ihn auch für sehr, ja, überzeugend, verschlagen und skrupellos, wie es halt hier auch steht. Der weiß schon genau, wie er einen, glaube ich, rumkriegt und wie er auch selber an die Macht kommt, die er gerne hätte, ohne halt als der Böse darzustellen. So schätze ich den ein und ich bin sehr gespannt, was wir über den krummen Mann vielleicht in einer zweiten Staffel von The Wolf Among Us noch erfahren werden. Tiny Tim, Wächter. Während die meisten Fabelwesen vermuten, dass das Wissen der Menschen über ihre Existenz, ihre Langlebigkeit und ihren allgemeinen Zustand verbessern, scheint das auf einige wenige nicht zuzutreffen. Wenn ein Leiden oder eine Verletzung einen wesentlichen Bestandteil der Geschichte eines Fabelwesens darstellt, dann kann dieses bekannte Merkmal eine Heilung beinahe unmöglich machen. Das glaubt zumindest Tiny Tim. Und keine medizinische oder magische Methode, zumindest keine, die er sich leisten könnte, vermag es, sein Bein zu heilen. Aha. Ja, das ist also Tiny Tim. Steht aber nichts von Pinocchio oder so. Es ist einfach Tiny Tim. Ich weiß aber auch nicht, woher er kommt. Jemand von euch hatte ja irgendwie die Idee, dass er aus Scrooge-Geschichte, die Weihnachtsgeschichte kommt. Aber ich weiß nicht, muss echt nochmal nachschauen, wer Tiny Tim ist. Aber es kommt hier auch nicht vor, ne? Nee. Aber warum der da? Naja, hat wahrscheinlich jemand anderen. Hat er sich an den krummen Mann geheftet? Da kommt bestimmt auch noch was. Das Farmleben mit ihrer idyllischen Lage und Umsorggemeinschaft sollte man annehmen, dass die Farm eine willkommene Alternative zu einem kläglichen Dasein in Fabletown wäre. Aber jene, die dort gelebt haben, sehen das ganz anders. Sie erkennen, was es wirklich ist. Ein Gefängnis. Ein Ort, an dem man sich nicht verstecken muss und tun kann, was man will. Außer gehen. Und dabei hilft es nicht, dass Fabelwesen mit einer menschlichen Form keine Angst haben müssen, zur Farm geschickt zu werden. Sie scheinen dort auch ständig wichtige Positionen einzunehmen. Ich wette, wir werden die Farm noch sehen. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn man nochmal in der zweiten Staffel vielleicht die Farm besuchen muss. Und dann sehen wir vielleicht auch Todd nochmal wieder, Colin und TJ. Und das wäre auch mal sehr interessant, nochmal die Farm zu sehen. Und wahrscheinlich ist das schlechte Gewissen dann umso größer. Aber ich glaube, wie gesagt, dass wir auch nichts hätten groß tun können. Also ich glaube, wenn wir gesagt hätten, okay, bleib hier, wir geben dir Geld, ich glaube, dann hätte Snow White eingegriffen und die hätten so oder so zur Farm gehen müssen. Also ich denke, es ging eigentlich gar nicht anders. Aber vielleicht weiß ja jemand von euch, der das Spiel schon mal gespielt hat, eine andere Entscheidung getroffen hat, ob es eine Möglichkeit überhaupt gegeben hätte, dass die Freunde nicht zur Farm gehen und wie halt wir dann da gestanden hätten als Wolf. So, ich musste kurz eben einen kleinen Cut machen. Sorry, meine Festplatte war nämlich voll und hat den Rest nicht mehr aufgenommen. Vivians Geschichte, das Mädchen mit dem Halsband, lese ich jetzt noch vor. Und dann werde ich nur noch den Rest runterscrollen, weil der Part jetzt schon ziemlich lang ist. Und den Rest könnt ihr ja selber sonst, während ich runterscroll, könnt ihr ja Pause drücken bei YouTube und dann
ja, würde ich sagen, haben wir es dann auch geschafft. Vivians Geschichte, das Mädchen mit dem Halsband. Vivian war als erste dem Fluch des lila Bandes ausgesetzt. Das Entfernen des Bandes hatte ihren Tod bedeutet und jeder Versuch, darüber zu reden, wurde von dem darauffliegenden Zauber verhindert. Mit der Zeit versuchte sie, ein normales Leben zu führen. Irgendwann heiratete sie einen netten Mann, aber er wunderte sich ständig über das Band um ihren Hals. Trotz ihres Flehens, die Sache ruhen zu lassen, wollte er eines Nachts entfernen. Als er daran zog, wachte Vivian auf und sah, was ihr Mann tat. In Panik duckte sie sich weg und verhinderte, dass der Knoten des Bandes gelöst wurde. Wütend versuchte sie ihm die Ernsthaftigkeit seines Handelns zu erklären, aber ihr Ehemann konnte es nicht verstehen. Sie merkte, dass sie ihm nicht trauen konnte und verließ ihn daraufhin. Für den Rest ihrer Tage lebte sie allein in den Heimatlanden und zog die Sicherheit des Alleinseins dem Risiko eines weiteren Verrats vor. Kann man ja auch irgendwo verstehen, dass sie das gemacht hat. Also, wenn man weiß, man stirbt, wenn dieses Halsband abgenommen wird, dann will man ja nicht, dass jemand überhaupt in die Nähe davon kommt. Wobei es halt schade ist, dass sie dem Mann oder ihrem Mann nicht einfach sagen konnte, hey, ich sterbe und mein Kopf fällt ab, wenn du das Band abnimmst, deswegen lass es bitte sein. Aber die haben ja so dieses Diskretionsschweigeding, Zauber. Von daher konnte sie das wahrscheinlich gar nicht tun. War aber halt ein sehr, sehr übler Moment auf jeden Fall. So, ich habe jetzt hier noch das Pudding and Pie. Ich werde jetzt mal hier kurz, genau, ich fange hier oben an und scroll mal langsam hier runter. Ihr drückt einfach Pause, wenn ihr das noch gelesen haben wollt. Hier haben wir noch der große böse Wolf. Okay, da ist nichts zum Runterscrollen. Ihr könnt also super Pause gerade drücken. Das war ein ganz toller Moment, finde ich. Ein großartiger Moment, wo Bigby sich auf einmal verwandelt hat, weil man ja eh dachte, dass er schon so seine maximale Monsterform angenommen hatte. Und auf einmal wird er da so noch größer und noch cooler und noch gewaltiger einfach. Also sehr cool, dass er sich in diesen riesen Wolf verwandeln kann. Das war echt sehr spannend. Marys Treue, Teil des Jobs. Ich scroll wieder nach oben und ihr drückt Pause. Ja, Mary ist halt ja der Bodyguard vom krummen Mann und ich fand die ziemlich übel. Es würde mich nicht wundern, wenn sie auch nochmal in einem anderen Teil auftaucht und ja, da irgendwie so richtig nochmal mit Wolf einen Kampf irgendwie startet. Also das würde mich fast wundern, wenn sie jetzt echt tot wäre oder so, weil man hat sie auch nicht gesehen, dass sie wirklich tot ist. Also ich glaube, die ist so zäh und so flink und so fies. Die taucht bestimmt nochmal auf. Wenn nicht, dann okay. Dann ist jedenfalls ein Bösewicht weniger da, aber solche Bösewichte machen Spiele ja auch spannend. Fable Towns Justiz, ihr könnt wieder Pause drücken. Hier geht es einfach nur darum, dass die Leute halt, ja, sich den Regeln, an die Regeln anpassen, zusammenhalten. Und ich hätte mir halt gewünscht, auch bei dieser Gemeinschaftsanhörung, wie es hier auch steht, dass das bei der Anhörung von dem krummen Mann, dass sie gemeinsam entscheiden, aber Wolf musste ja entscheiden. Und das fand ich irgendwie doof, dass es so auf ihn abgeladen wurde, obwohl er sogar noch den Vorschlag gemacht hatte. Eine neue Ordnung, Snow White ist zuständig. Hatte ich ja bereits erwähnt, also ich finde, sie ist eine, ist gut an dieser Stelle, passt zu ihr und ja, was sie natürlich nicht weiß, ist, wie es ist, als Farmtier zu leben, weil sie selber ja immer eine Prinzessin war und sie weiß ja gar nicht, wie es ist mit dem Glimmer und so, aber trotzdem glaube ich, dass sie noch einen Gerechtigkeitssinn überhaupt in sich hat, als jetzt zum Beispiel Crane, der jetzt dann doch ein bisschen anders war. Sheriff Bigby ist der letzte, den wir haben. Damit haben wir dann die Märchenbucheinträge auch geschafft. Und der Part ist ziemlich lang geworden, aber dafür haben wir auch wirklich so viel mitgenommen aus dem Spiel, wie es geht. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich glaube schon. Für viele war es ja auch neu, was mich sehr gefreut hat, dass es nicht nur für mich neu war, sondern andere von euch haben es, glaube ich, auch zum ersten Mal erst gesehen. Und jetzt wissen wir und können mitreden bei The Wolf Among Us. Ich hoffe, dass es wirklich bald eine zweite Staffel gibt. Es würde mich freuen, wenn es die dann auf Deutsch gibt. Ich spiele diese Spiele einfach lieber auf Deutsch, weil die Entscheidungen so schnell, ich habe das Gefühl, die werden mit jedem Mal schneller irgendwie von der Zeit her, die Entscheidung, die man treffen muss. Von daher ist es auf Deutsch für mich noch angenehmer, irgendwie wenigstens zu wissen, was ich da so schnell entscheide und es nicht noch irgendwie innerlich übersetzen muss. Und ich glaube, es ist für euch Zuschauer einfach auch angenehmer, das nicht übersetzen zu müssen. Im einen oder anderen ist vielleicht egal. So gut bin ich dann nicht, dass ich da nicht ein bisschen Zeit für brauche. Und ja, was wollte ich noch sagen? Genau, also die Entwickler, ich habe noch ein bisschen nachgeguckt gehabt, die arbeiten, glaube ich, auch schon an einer zweiten Staffel, aber haben wohl auch viel zu tun mit den anderen Telltale-Spielen, wie halt
vielleicht The Walking Dead oder Game of Thrones. Und ja, von daher haben wir mal alle ein bisschen Verständnis, aber gedulden uns und freuen uns umso mehr, wenn es dann eine zweite Staffel gibt. Ich, wie gesagt, hoffe, es kommt noch in diesem Jahr. Und wenn die Informationen stimmen, vielleicht in diesem Jahr. Das wäre ziemlich cool. Wir wollen ja alle wissen, wie es weitergeht mit dem großen, bösen Wolf. Und dann freue ich mich auf einen Daumen hoch, einen Kommentar von euch, was ihr zu sagen habt. Vielleicht könnt ihr aus den Märchenbucheinträgen noch irgendwie einen Anreiz nehmen, dazu was sagen zu wollen oder zu der einen oder anderen Entscheidung oder Figur. Ich kann ja auch da nochmal Antworten geben oder so. Und ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Spiel, was auch immer das sein wird. Auf jeden Fall wird es eine Staffel 2 geben. Wenn sie erscheinen sollte, werde ich sie natürlich spielen und wie gesagt ein bisschen noch geduldig sein, bis ich es auf Deutsch spielen kann. Und dann nochmals danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann.